Ach so, ja, genau. Oh. Genau, da war ein Schlitz, wo man durchschießen muss. So ging das. Ach Gott. Ja, aua. Okay. Das Spiel wird wirklich böse. Wirklich böse, aber ja. Ja, gut. Ja, wenn, falls wir jedenfalls so weit kommen würden, genau. Oh, und der Erik ist böse. Also da ist ein Kreuz und da ist ein Kreuz. Und ja, wir müssen erstmal so hochkommen, dass wir hier drüber schießen können. Was wir, wie es auch schön hier seht, so schaffen. Diese beiden Bilder. Aber ich habe meine Portale falsch rum gemacht, aber ich schaff's trotzdem. Nicht. Okay. Das muss so rum machen. Genau. Sonst fliege ich hier irgendwelchen Wirrwarr zusammen. Und das will ich nicht. Ich will so. Oh, Moment. Moment. Es muss weiter hinter. Ah! Mann! Okay, das muss ganz schön an die Wand hier ran. Noch ein Stück. Jawohl. Und das ganz vorne, sonst ist es nämlich ein bisschen schwer mit dem Fliegen. So. Jetzt geht es gleich viel besser. Und wir können dahinter schießen, sofern man trifft. Okay, was war das? Was war das? Warum hat sich gerade meine Kamera so komisch gedreht? So, jetzt aber. Schuss, Treffer, perfekt. Gut. Das war leider noch nicht alles. Ihr seht, da hinten ist das Gitter. Das muss ich jetzt wieder mal timen. Okay, mit diesen Sprüngen komme ich da hoch. Aber ich muss, wie gesagt, das Gitter timen, deshalb speichere ich erstmal. Okay, jetzt ist das Gitter an, heißt, ich gehe los. Und, wow, das war knapp. Ja, und unser Freund Mike ist wieder da, jawohl. Der will uns nicht tot sehen, den mag ich. Nein, der ist einfach gegangen. Der mag mich nicht mehr, weil ich seinen Traum überlebt habe. da stand aber gerade Nummer 9. Okay, mit der Kamera kann ich schon mal zeigen, was es mit dem Raum auf sich hat. Da, wo die Linien rum sind, ist der Boden, zumindest für die Items. Seht, da ist eine Kiste. Also, kommst du raus? Ja, das ist der Boden für diese Teile. Keiner weiß warum. Ich weiß es nicht. Und, jupp, erstmal neben dem Würfel, dann geht's leichter. Und hier muss er drauf. Dann können wir hier durch. Und wo wieder mal ein Würfel gebraucht wird, aber wir haben ja schon einen. Und ihr seht, das Gitter ist weggegangen. Das heißt, ich kann hier auch mal. Nee. Das Orange lasse ich da. Und das Blaue kommt hier hin. So, dass er einfach mal hier drauf ist. Weil ich glaube, der wird sogar von jeder Wand hier angezogen. Ah, hier drauf ist er schwerelos. Wenn überall was ist. Das ist auch cool. Yay, ein schwereloser Würfel. Hui, das macht Spaß. Yeah. Okay, auf jeden Fall Würfel hier drauf. Dann kommt der Aufzug runter und ich komme weiter. Oh. Ja. Genau, habe ich mir auch gefragt, wie heiß machen die Gravitationsfelder?
Sie wissen es selber nicht. Das ist ja das Beste daran. Sie wissen selbst nicht, wie sie diese Dinger gemacht haben. Zumindest weiß er es nicht. Ah ja, hier. Ja, sie wissen, wieder mal weiß der Typ gar nichts, wie sie die Kugeln machen oder wie die Gravitationsfelder machen oder wie die überhaupt irgendwas machen hier. Ja, sie wissen gar nichts, die Mitarbeiter. Das ist schon mal sehr cool. Ja, und der Raum ist nicht wirklich schwer. Ich meine, man sieht es eigentlich schon, dass er nicht so schwer ist. Ich meine, ich muss erstmal schön die Kugel hier hinbringen. Dann sie da ein bisschen bouncen lassen, sodass ich selber hochgehen kann. Mich auf den Schalter draufstellen. Und dann ist er auch schon drin. Also nichts Schweres. Das ist jetzt auch erstmal nur, um uns ja zu zeigen, wie das Prinzip ist von den Kugeln, falls ihr das noch nicht kennt. Und ja, hier bin ich beim ersten Mal reingerannt. Ja, aber ohne dieses Ding hier zu beachten. Das heißt, wenn ich hier reinrenne, zeigen sich zwei Drohnen. Ja, gut. Das habe ich mir noch gemerkt. Okay, wie haben wie 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 wie? Ab. Das war Nummer eins. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube nicht. Ja, wir halten viel, viel weniger aus als im ersten. Und die Drohne hole ich mir noch. Gehe in den Aufzug und dann verabschiede ich mich auch. Ich sehe gerade, meine Zeit ist um. Ja, also dann wieder mal zwei Pausen genommen. Jetzt auf dem Weg in die 13. Testkammer sind wir jetzt, glaube ich. Oder die 12. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich muss stoppen jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.